Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist mal wieder der Delta mit einer weiteren Mod-Review. Heute über Any Mod, Any Weapon von Lucas Scott. Und mit dieser Mod könnt ihr nun jede Waffenmodifikation im ganzen Spiel mit jeder Waffe kombinieren. Das Ganze ist natürlich ein wenig eingeschränkt. Natürlich könnt ihr nicht jede Modifikation mit jeder Waffe benutzen, denn ihr könnt zum Beispiel keine Modifikation für einen Lauf hinzufügen, wenn die Waffe gar keinen Lauf hat, beziehungsweise mehrere Läufe hat. Aber das Geniale an dieser Mod ist natürlich, dass ihr nun wirklich die Freiheit habt, wie es eigentlich sein sollte, total abgefahrene Waffen zu basteln, die zum Teil ziemlich stark sind, zum Teil ziemlich schwach, aber im Endeffekt ist das Ganze immer irgendwie witzig und es macht einfach nur Spaß. Und ja, wie ihr zum Beispiel im Hintergrund sehen könnt, habe ich einer Minigun so einen Gamma-Gun-Aufsatz, also so eine Modifikation halt mit der Gamma-Gun gegeben und ich finde, das Ergebnis ist einfach nur genial. Also da könnt ihr echt coole Waffen mit produzieren. Das einzige Problem ist nur, dass die Gegner das nämlich auch können. Also die haben dann plötzlich auch so abgedrehte Waffen. Deshalb solltet ihr den Mod einfach gleich nach dem Benutzen, also nachdem ihr eure Waffen erstellt habt, die Mod wieder deinstallieren. Denn ansonsten wird das Ganze ja ziemlich extrem. Ja, was die Mod nicht kann, ist logischerweise neue Mods bzw. neue Waffen hinzufügen. Ein schöner Nebeneffekt aber ist, wenn ihr andere Mods habt, die andere Waffenmodifikationen in das Spiel hinzufügen, dann werden diese wahrscheinlich auch für andere Waffen verfügbar sein. Meiner Meinung nach echt eine sehr coole Mod, denn die Möglichkeiten der Waffenmodifikationen werden endlich noch mehr ausgeschöpft, als sie es sowieso schon sind. Und ja, ihr könnt echt abgedrehte und lustige Sachen herstellen. Manchmal auch sehr, überpowered das Ganze. Da solltet ihr dann halt selber euch selbst entscheiden, was ihr machen wollt. Meiner Meinung nach aber einen Versuch wert. Ja, zum Installieren wie immer ganz einfach. Entweder das Ganze über Nexus Mods aktivieren. Sollte dann funktionieren. Wie gesagt, am besten deaktiviert ihr das Ganze, wenn ihr eure Waffenmods hergestellt habt. Ansonsten wird das Ganze ziemlich ungemütlich werden. Die manuelle Installation ist auch sehr einfach. Die ESP-Datei in eure Fallout 4 Data Directory rein entpacken und danach noch eine Zeile in die Plugins-Textdatei reinkopieren. Für weitere Informationen, wie das geht, beziehungsweise falls ihr Hilfe benötigt, das alles steht natürlich nochmals genau beschrieben in der Beschreibung unter dem Video. Ja, ich hoffe, das Ganze hier hat euch geholfen. Wenn ja, dann doch bitte einen Daumen nach oben geben, ansonsten einen nach unten. Für Fragen stehe ich natürlich wie immer gerne zur Verfügung. Einfach die Kommentarfunktion benutzen dazu. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Review. Tschüss!